Mit den Jungs vom Planeten Helgen ist nicht zu spaßen. Rote Augen, die Knarre im Anschlag und immer bereit abzudrücken. Wir könnten um den Planeten mit den Rotaugen jetzt zwar einen großen Bogen machen, das tun wir aber nicht. Schließlich sind wir keine Feiglinge, sondern Helden. Vor 3 Jahren flimmerte über die Bildschirme der Computermesse E3 erstmals ein Trailer zu Killzone 2. Die Spieler und die Journalisten waren begeistert. So eine Grafik war damals noch unglaublich. Viele zweifelten, ob die Rechenpower der PlayStation 3 wirklich so eine Optik zustande bringen kann. Jetzt ist das Spiel endlich da und wir werden eines Besseren belehrt. Das, was Killzone 2 zeigt, gehört eindeutig zum Besten, was die Sony-Konsole zu bieten hat. Tauchen wir also ab in das Killzone-Universum. Der neueste Teil spielt 2 Jahre nach dem Vorgänger. Damals wehrte die Menschheit noch einen Angriff der feindseligen Hellgast auf den eigenen Planeten ab. Dieses Mal wendet sich das Blatt und ihr werdet vom Verteidiger zum Angreifer. Jetzt geht es nämlich direkt an die Front, mitten in die Invasion des Planeten Helgen, der Heimat der Bösewichter mit den leuchtenden Augen. Dort gilt es dem Anführer der Hellgast, Imperio Visari, den Gar auszumachen und die fremde Bedrohung ein für allemal zu eliminieren. In der Rolle des Kriegsveteran Thomas Sevchenko, genannt Sev, geht es auch direkt nach Start des Spiels zur Sache. Dieser Bogenturm hat auf unsere Landungen abgesehen. Sie beide nähern sich auf der rechten Flanke. Kämpfen Sie sich nach oben. Und der Rest unserer Einheit. Wir unterstützen uns. Viel Glück, meine Herren. Mission um Mission nähert ihr euch dem Anführer der feindlichen Truppen und erfüllt auf diesem Weg allerlei unterschiedliche Aufgaben. Mal muss ein Konvoi beschützt werden, ein anderes Mal setzt ihr mit Hilfe einiger Sprengladungen Kommunikationstürme außer Gefecht. Euer Kampf gegen die Hellgast bleibt stets abwechslungsreich und wird eigentlich während der ganzen Singleplayer-Kampagne nicht langweilig. So steigt ihr später sogar in ein Cockpit eines großen Kampfroboters und erlebt das Geschehen aus einer ganz anderen Perspektive. So turbulent, wie es zu Beginn zugeht, geht es auch fast die ganze Zeit weiter. Killzone 2 lässt dem Spieler kaum eine Atempause und sorgt so für eine beklemmende und intensive Atmosphäre. Wir nennen das Hollywood-Realismus. Wenn jemand stirbt, fällt er nicht einfach hin. Der Tod wird inszeniert. Auch die Explosionen sehen anders aus, realistischer. Wenn zum Beispiel eine Granate explodiert, dann ist die Explosion bei uns viel gewaltiger, mit viel Feuer und Flammen und Lichteffekten. Wir machen einfach viel mehr damit. Das wird nicht nur viel realistischer, sondern gibt dem Spiel noch den Extra-Kick. Dazu trägt auch der Kern des Spiels bei. Die Feuergefechte mit euren Gegnern. Das letzte Mal haben wir uns bei Half-Life über eine so gute künstliche Intelligenz gefreut. Die Gegner reagieren immer anders und passen sich den jeweiligen Situationen an. Sind sie in der Gruppe unterwegs, geben sie sich gegenseitig Feuerschutz und Einzelkämpfer nutzen die im Level platzierte Deckung. Gerade in den höheren Schwierigkeitsstufen wird jede Begegnung zur Herausforderung. Wenn man sich aber erst einmal an die etwas indirekte und schwammige Steuerung gewöhnt hat, sorgen aber auch schwierige Kämpfe für Spaß und nicht für Frustration. Allgemein gilt, wer einfach stur nach vorne prescht, zieht den Kürzeren. Jeder Quadratmeter will erobert werden. Dabei ist es unbedingt notwendig, auch selbstständig in Deckung zu gehen. Die Hellgast treffen nämlich ungemein gut. Zwischendurch gibt es immer mal wieder besonders schwer gepanzerte Gegner, die zum Beispiel nur zu erledigen sind, wenn man ihre Energietanks auf dem Rücken zur Explosion bringt. So kämpft ihr euch Level um Level durch die Story und erkundet die unterschiedlichsten Szenarien. Militärbasen, Außenareale oder verfallene Städte. In Zwischensequenzen wird die Geschichte nach und nach weitererzählt und auch dort punktet Killzone. Captain Neville erwartet Sie so bald wie möglich. Der Konvoi kriegt ganz schön was ab. Visari Platz. Yippie, yippie, yeah. Gute Synchronsprecher und vor allem fantastische Animationen sorgen für besonderes Flair.
Wie uns die Entwickler verraten haben, kam hier hauptsächlich die Motion Capture Technik zum Einsatz. Wir nutzen das Motion Capture Verfahren extrem häufig fürs Spiel. Alle unsere Cutscenes sind damit entstanden. Wir haben diesmal sogar die Gesichter und auch die Hände gecaptured, was übrigens eine sehr neue Technologie ist. Es war ziemlich interessant, damit herumzuspielen. Wir haben nicht nur Schauspieler für die einzelnen Szenen engagiert, sondern jetzt auch Stunt-Leute. Die daraus resultierende Inszenierung hat uns überzeugt. Immer abwechslungsreich kämpft ihr euch bis zum Anführer der Hellgast vor. Je nach Schwierigkeitsgrad kann euer Einsatz auch schon mal nach 6 bis 7 Stunden vorbei sein. Ein paar mehr Missionen hätten dem Spiel sicherlich gut getan. Allerdings haben wir es lieber so, als würde das Spiel mit ein paar einfallslosen Missionen in die Länge gezogen werden. Das Gefühl hatten wir bei unserem Durchspielen nämlich zu keinem Zeitpunkt. Doch nach der Story ist noch nicht Schluss. Der Killzone-Multiplayer-Modus ist nicht nur eine lieblose Zugabe. Es können bis zu 32 Spieler gleichzeitig online gegeneinander antreten. Die Innovationen halten sich dort auf den ersten Blick in Grenzen. Die üblichen Spielmodi wie Deathmatch oder Capture the Flag wurden gut umgesetzt. Neu ist jetzt aber die Möglichkeit, dass quasi während des laufenden Spiels der Modus geändert werden kann. Ging es zum Beispiel gerade noch darum, eine Basis zu beschützen, zählen in der nächsten Runde die meisten Abschüsse. Durch diesen kleinen Kniff werden Multiplayer-Partien noch abwechslungsreicher. Für Langzeitmotivation soll hier ein Rangsystem sorgen, in dem ihr ähnlich wie in der Call of Duty-Reihe Punkte sammelt und nach neues Equipment freischaltet. Leider konnten wir den Multiplayer-Modus bisher nur mit Bots testen. Wir sind aber schon sehr gespannt auf die ersten richtigen Online-Matches. Übrigens, Killzone 2 wird ausschließlich auf der PlayStation 3 zu haben sein. Xbox 360-Besitzer und PSC-Spieler schauen in die Röhre. Wir kommen zum Fazit. Vielleicht ist es euch aufgefallen, wirklich viel haben wir an Killzone 2 nicht zu meckern. Hier stimmt einfach das Gesamtpaket. Selten war ein Shooter so fantastisch inszeniert und sah dabei noch so gut aus. Hier zeigt die schwarze Kiste von Sony wirklich, was in ihr steckt. Die Kämpfe sind intensiv, die Gegner verdammt klug und die Missionen abwechslungsreich. Der Multiplayer-Modus und das Rangsystem sorgen für Langzeitmotivation. Außerdem ist davon auszugehen, dass irgendwann auch neue Maps zum Download angeboten werden. Kurzum, mit Killzone 2 wurde wirklich ein Must-Have-Titel veröffentlicht, der jeden Shooter-Fan begeistern wird. Wer mit dem Multiplayer-Modus nichts anfangen kann, ist zwar relativ schnell mit der Story durch, dafür wird man sich aber sicher noch lange an diese Achterbahnfahrt erinnern. Wow, für die Konkurrenz wird es wohl schwer, dieses Werk auf der PS3 zu schlagen. Mit Killzone 2 im Laufwerk präsentiert sich die Konsole als technisches Meisterwerk. Spielen in Spielfilmqualität und hoffentlich arbeitet man schon intensiv an einem dritten Teil.